Hallöchen und herzlich willkommen hier in der verrückten Stube. Wir sind immer noch im Wendlerberg, haben die Wendelplatte bestellt und reden immer noch über The Wendler. Nein, eigentlich über Blümchen. Ja, das stimmt. Ich wollte einfach nur davon ablenken. Wobei auf der anderen Seite, da redet lieber über Blümchen als über Wendler. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich Obwohl die Lieder von Blümchen sind schon besser. Ich weiß gar nicht, was hat der Wendler für Musik gemacht? Ich war da, hat das sich nicht Schlager geschimpft, was er da fabriziert hat? Ganz ehrlich, ich wüsste kein Lied von dem. War das nicht? Boah, ich weiß das gar nicht. Ja, siehst du mal, so gut ist der. Ja. Wir reden Da jetzt kannst du mal natürlich. sehen, wie du guckst. Ja, ich sag, wir reden jetzt natürlich nur über ihn. Huch, das wollte ich gar nicht. Weil wir natürlich Geld von ihm davon bekommen. So, sag's, so Ruhrpott-Slang, sag's. Ja, ist, sag's ja. Na und, ich komme mal aus dem Ruhrbett. Ah ne, das war nicht der Ruhrpott. Das war irgendwas anderes. Boah, draußen. Hey, hast du dein Zimmer gerade so richtig dunkel? So richtig dunkel. Nur für dich, Schätzelein. Du kriegst voll den Flash, wenn du rauskommst aus dieser Höhle und dein Bildschirm so hell ist. Ja, deswegen habe ich Dann wirst du den schon fast braun. Das ist wie Sonnenbank. Sonnenbank nur anders. der Sonnenbank-Flavor oder was? Ja. Das ist wie Sonnenbank nur anders. Genau. Ich habe im Inventar eine Gasträne. Aha. Wollte ich nur mal sagen. Ach so, weil du so viel Gas geweint hast, oder? Nicht Gas, Gast. Gas. Ach so, Gas. Was? 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 Nee. Ja, das sag ich auch immer. Nee. Ich suche gerade die ganze Zeit etwas. Alter! Was das? Nennt's nicht Krankenwagen. Ja, Krankenwagen. Oh, der hält da. Oh, ich sehe gerade. Ich Du kann kannst jetzt auch. mal live berichten. Berichte uns. Da liegt jemand auf der Straße, wenn ich es von hier sehe. Echt? Und für alle, die jetzt meinen, Hilfe und so, da stehen schon 4 Leute rum und Krankenwagen jetzt. Also ich brauche jetzt auch nicht noch da rausgehen. Doch. Nein. Ja, genau, um Fotos zu machen oder was. Nee, du kannst ihn vielleicht interviewen und fragen, ob der auch irgendwelche Freunde grüßen möchte in diesem wunderschönen Let's Play. Ja, genau, ich nehme den ganzen. Da ist ein Enderman. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Ich habe jetzt auch nichts mitbekommen, dass irgendeiner angefahren wurde oder sonst was. Nun denn. Vielleicht hat er ein paar schlechte Witze über den Wendler gehört, weil du dein Fenster aufhast und es dann umgefallen. Nein, das Fenster ist zu. Bist du dir da sicher? Ja. Pass auf, jetzt ist, wenn es zu der Zeitpunkt, oh, wenn es zu der Zeitpunkt, wenn wir zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Community haben, kommen sie eh, da macht man keine Witze. Oh ja, vergifte mich, Baby. Oh, wie süß. Was? Hast du deinen Penis wieder gesehen? Haha. Nein. Ich habe Ja. ihn immer noch nicht gesehen. Hi, Weißt du genau. Freund. So, oh Gott. Jetzt steht da ein. Okay, kurzer Ja, Live-Bericht. nein, Es ist. berichte mir weiter. Berichte mir. Ich Es höre ist zu. jetzt ein kleiner Lieferwagen dazu gekommen. Ja, Der jetzt der. da, der, der steht da jetzt mit Warnblinklicht hinter dem Und der Krankenwagen. liefert gerade Pizza aus, oder was? Nein. Pizza! Hat dir wer Pizza bestellt? Boah, Alter, da weiß ich noch. Da habe ich auch früher, boah, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, ey. Jetzt steht da noch einer mit Warnblinklicht. Was ist denn da jetzt los immer? Und
Da haben die auch so, ich sag mal, mehr oder weniger so Unfälle nachgestellt. So nach dem Motto, die sind richtig passiert und das ist alles nur so eine Reportage oder so eine Nachfilmung, ne? Und dann haben sie so gezeigt, so, boah, hier mit Krankenwagen und Versorgung und sowas. Ich weiß gar nicht, was das war. Auf jeden Fall voll geil, da ist so einer vom Dach geflogen. Und um da alles zu kühlen, haben die tiefgekühlte Pommes geholt. Also halt ihm, ne, aus dem Tiefkühlfach das Paket aufs Bein gelegt, ne? Ja. Die hatten keine schicken Nuggets. Nee, nee. Und am Ende von der Folge kommt da irgendwie so ein, ich sag jetzt mal so, der Cousin da auch nach Hause. Siehst du die Pommes im Dingens im Treppenhaus liegen? Und ruft sie voll trocken. Hey, gab's Pommes und ich war nicht da? Und schiebt sich da die tiefgefrorenen Pommes rein. Boah, ich hab mich so bepisst vor Lachen, ne? Voll behindert einfach. Ein bisschen. Sag, willst du den Ölek hier auch noch anebnen? Alter. Das ist der nächste. Alter, jetzt sind hier zwei Dingens, Krankenwagen. Und da wurde gerade fast einer vom Krankenwagen überfahren. Jetzt ist. Boah, Hier kann Alter. ich nicht rausbauen, ne? Nee, genau, da ist. Da wollte ich gerade so einen Tante-Emma-Laden reinmachen. Dann mach ihn einfach hier rein, wo ich bin. Hinter dir. Oder? Oder? Nö. Okay. Guck mal, der Enderman und der Creeper hinter dir, die haben sich ganz doll lieb. Bitte was? Stuntgebläse. Guck mal, wie schnell sie sich umdrehen. Oha, Der Enderman geht ganz schön ran, ne? Oh ja. Na, jetzt warum? Nein, warum gucken die mich so an? Ich möchte nicht mitmachen. Möchtest du mitmachen? Eigentlich schon. Das ist der Hier, guck mal, eine Karotte. Creeper, der Creeper möchte mitmachen. Ja, komm, warte, warte, komm her, komm her. Ah, wo ist er? Ist er hinter mir? Nee, der ist gerade ziemlich verschwitzt. Ah. So, guck mal, ich habe eine Karotte für dich. Oh ja. Warte, ich Alter. war noch nicht fertig. Hilfe. Komm her, Feuerwerk. So, jetzt ist gerade die Polizei auch noch hier angekommen. Ja. Ist fast in den parkenden Opel Corsa gedonnert, weil die so um die Kurve geflogen ist. Ich hätte es gefeiert. Ach schön. Bei dir ist richtig. Warte, ich guck mal bei mir aus dem Fenster. Warte, warte. Wow. Nichts. Dass diese Heuballen aus diesen Westernfilmen nicht vorbei rollen, ist Ja, alles. wo sonst? Nee, ich kann das nicht. Ich muss erst ein Schlückchen gleich trinken. Deine süße Kehle befeuchten. Oh ja. Du kannst mir auch gerne dabei helfen, meine Kehle zu befeuchten. Nein. Nein. Mach ich nicht. Okay. Was witzig ist, ich habe Ja, das. mein Rollo oder wie auch immer, eine Jalousie. Die habe ich ja noch mehr oder weniger oben und das ist so nervig einfach, weil da jetzt drei Fahrzeuge mit Blaulicht stehen und das ist so ätzend, weil ich da voll drauf zugucke im Augenwinkel. Also, ja, im Augenwinkel sehe ich es halt. Das hat sich irgendwie falsch angehört. Eine Lampe. Nee, Glowstone. Klost du mir auch mal Was? Glowstone, du mir auch mal ein. Was? Weiß auch nicht. Haha, ein Glowjob. Echt? Oh Gott. Warum genau machst du jetzt hier Begrünung? Irgendwie cool, oder? Stehst du auf Büsche? Das ist aber indirektes Licht. Kann ich nicht sagen. Ich habe noch 5 Minuten meinen Nachtsichttrank. Warte, ich trinke mal Milch. Das sieht echt geil aus. Da Moment. kann man Oh. vielleicht auch was anderes drüber machen. Glas oder so. Nee, Glas ist wahrscheinlich durchlässiger.
Echt? Echt? Ich fand... Okay, ich würde jetzt vielleicht nicht so ein... Ne? Coronis rausmachen, so wie es jetzt gerade ist. Man könnte doch. Was ist das jetzt? Ein Raumschiff. Eine Rakete. Rakete. Was ist, wenn man das so macht, Alter? Wenn man einfach mal die Decke so macht. Komplett. Ist geil, ne? Sky. Skyrim? Skyrim? Oh. Mir wird's schlecht. Mir auch. Und was hast du heute sonst so gemacht, außer aus dem Fenster geguckt? Ich hab alte Leute geärgert, ne? Weiß ich nicht, nein. Ich hab nichts getan. Echt? Ja, richtig. So viel? Ich habe den Tag genossen. Bevor ich morgen wieder in die Fahrschule muss. Fahrschule, aha. Fahrschule? Ich mache einen Glücksrad. Jetzt sag nicht, du machst einen Führerschein. Nee, ich mache keinen Führerschein, ich bin einfach nur da. Ach so. Nein, ich mache tatsächlich meinen zweiten Führerschein. Meinen zweiten Autoführerschein, was? Nein, was ich mache... LKW, Trecker, Bagger? Bobbycar. Bobbycar? Mhm. Also nee, ich mache bald meinen Gabelstaplerschein. Den habe ich schon. Echt? Ich nicht? Ja. Nee, ich mache A2, wenn dir das was sagt. Auto 2. Genau. Nein, ist für... 2, 3, 4. Anonyme. Aber was auch immer. Ist ein anonymer Führerschein. Ach so, anonym 2. Genau. Alter, kannst du das, wenn du so gerade nach oben guckst, irgendwie vernünftig laufen? Ich kann das nicht. Ich drücke immer in die falsche Richtung. Das geht doch. Ich laufe jetzt nein. So. Kann ich nicht gucken, ich guck gerade nach oben. Hilfe. Ich guck gerade nach oben, Hilfe. Ah. Oh. Heute ist richtig was los hier, ey. Hat man das gehört? Wo bist du denn? Das. Nee, auch bei mir auf der Kreuzung. Also. Ach so, nee. Ich sitze nicht auf der Kreuzung, aber. Ach so, vom Ghetto bist du. Ja, ist so. Machst du Ghetto Let's Plays? Ja, das glaube ich wirklich manchmal echt hier, ey. Was? Ja, hier war auch schon mal. An ja. Der Kreuzung, da waren auch so komische Typen mit einem Lieferwagen. Sind dann einer reingefahren, haben sich aus dem Staub gemacht. Und am nächsten Tag hast du in der Zeitung gelesen, dass die Typen bei uns in der Nachbarschaft einen Juwelier überfallen haben und mit der Karre auf der Flucht waren. Voll geil, weißt du? Und dann knallen die hier bei uns vor der Haustür irgendwo in ein anderes Auto rein, ey. Ich hab's total gefeiert, irgendwie. Und nein, ich unterstütze keine Raubüberfälle. Aha. Was hast du an den Tag gemacht? Ich habe mir einen Juwelierladen von innen angeschaut. Ach so, okay. Ja. Trau mich da nie rein. Das ist wie bei Douglas, wenn man ganz alleine ist. Kann ich Ihnen helfen? Ist wirklich so. Weißt du, da stehst du im Türrahmen und die ganzen Verkäufer kriegen schon leuchtende Augen. Kunde! Ein Kunde! Das ist ungefähr so. Und dann so probierst wie, du, ja? Wie bei Pac-Man, den Geistern auszuweichen. So probierst du durch diesen Douglas-Laden zu waka, gehen. Waka, waka, und dann waka, kommen waka, die waka, sonst waka. Irgendwann und sagen, kann ich Ihnen helfen? Ja, das war auch mal mehr oder weniger interessant. Oder im Schuhladen. Ja, erzähl. No. Ich auch. Ey, weißt du, so schön in der Stadt, im Einkaufscenter und auch in den Laden rein. Ich war mit dem ersten Fuß in den Ladentür rein. Kann ich Ihnen helfen? Meine ich so, nee, ich schaue mich um. Alles klar. Dann fragen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich so, ah, alles klar. Ich nach ein paar Sekunden wieder raus, weil ich nichts gefunden habe. Dann, weiß nicht, 10 Minuten wieder später wieder rein, weil ich doch nochmal gucken wollte. Sie kommt wieder an. Kann ich Ihnen helfen? Meine ich so, nee, ich brauchte gerade keine Hilfe, also werde ich jetzt auch keine Hilfe brauchen. Hehehe, ach so, stimmt ja, Sie waren ja gerade schon hier. Hehehe, boah, Alter. So richtig, ich weiß nicht, ey. Grenzdebil. Das Schlimme ist, ich kannte die. Aber sie mich anscheinend nicht mehr. Ich bin halt innen vergessen. Sie war in meiner Schule. Aha. Mhm, Möchtest du einen Namen nennen? Nö. Oh. Was für Abstände sind denn das?
Da sind immer vier. So, ja, die Abstände sind es. Eins, zwei, drei, vier, Und weißt du, was auch noch ist? fünf. Nein. Folgenende. No. Oh. Ja, wir machen hier einfach mal weiter. Und ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal hier bei. Wo bist du? Ja, Let's Play Minecraft. Mittlerweile together im Tugeta. Creative Vegeta. Mode an der belebten Kreuzung, die sich gerade extrem zustaut, weil die eine Straße komplett gesperrt haben jetzt mit den Krankenwagen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hat er überlebt?